Jens Weidmann zu bestimmen. Joachim Nagel ist eine erfahrene Persönlichkeit. Ich hatte im vergangenen November zuletzt Gelegenheit zu einem fachlichen Austausch mit Herrn Nagel. Und ich bin deshalb sicher, dass er für die geldpolitische Kontinuität der Bundesbank weiterstehen wird. Wir sind in Zeiten von einer gewachsenen Aufmerksamkeit bei der Inflation. Geldpolitische Stabilität in der Tradition der Bundesbank ist wichtig. Und ich bin sicher, dass Joachim Nagel in genau dieser Einschätzung auch die Deutsche Bundesbank positionieren wird. Und deshalb ist das eine gute Besetzung, ein gutes Signal an die deutsche Bevölkerung wie auch nach Europa. Vielen Dank. Und falls wir uns nicht mehr sehen, besinnliche Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr. Tschüss. Ja, soweit, liebe Zuschauer, das kurze Statement von Bundesfinanzminister Lindner, der im Wesentlichen nochmal das wiederholt und bestätigt hat, dass schon heute Morgen, heute Mittag war es, bekannt war, also die Nachfolge an der Spitze der Bundesbank, Joachim Nagel. Und jetzt